Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zurück bei unserem Lieblingsstrafverteidiger Phoenix Wright. Und ich, wir werden... Okay, da... anderes Ding. Und steht gegenüber ein wunderschöner, hübscher Mann. Und wir haben im letzten Teil dieses Foto auf dem Tisch von Grossbergs Schreibtisch... Das war mal wieder typisch, Steffi. Jedenfalls haben wir da dieses Bild entdeckt. Und das präsentieren wir ihm einfach mal. Das ist der Inspektor. Oh mein Gott, wer ist es? Ich bin der Anwalt. Ja. Ich wollte nur einmal Inspektor sagen. So, deswegen. Ich dachte schon, ich sehe aus wie Dick Gumshoe. kein Zweifel. Das ist der Mann, der mit Frau April May eincheckte. Soll ich eine Erklärung ergeben? Eine Erklärung? Hä? These. Ja, dann schreib mal auf. Ich wollte schon immer mal eine Erklärung abgeben. Ja, wunderbar, dann mach, dann haben wir schriftlich. Der Page, der die Erklärung abgab. Ja, wunderbar. Jetzt stellt sich uns aber die Frage, Leute, und zwar gravierend, ich meine, was tut dieses Bild von jemandem, der in Mordfall mit verwickelt ist, ausgerechnet auf Grossbergs Schreibtisch? Das ist doch echt seltsam, oder? Ah, dann haben wir schon alles gefragt. Gut, dann gehen wir mal weg. Weiß ich nicht, ob wir hier wirklich fertig sind, aber gucken wir mal. Ja gut, da scheinen wir nichts. Gatewater? Ja, da kommen wir her. Dann werden wir doch einfach mal in die Anwaltskanzlei zurückkehren. Denn irgendwie ist doch da was faul. Die Fotos sind vom Schreibtisch... Oh, jetzt sind die Fotos... Warum sind die Fotos verschwunden? Der Typ ist faul, oder? Ja, das hatten wir schon mal. Und hier ist ja auch, das Bild ist verschwunden. Warum ist das Bild verschwunden? Ja. Ja, hatten wir schon mal. Es ist doch auf jeden Fall sehr, sehr verdächtig. Wo zur Hölle sind die hin? Gehen wir mal in die Strafanstalt? Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. ja. Ja, das ist deine Schuld, Häschen. Oh, ein dorniges Herz. Wunderbar. Das reicht jetzt. Was? Er will sich den Schädel rasieren? Phoenix, wir nehmen dich beim Wort, ja? Oh ja, dieser Mann. Fragen wir sie mal nach dem Mann. Können Sie mir etwas über ihn sagen? Wo ist er? Von mir erfahren Sie nichts. Hören Sie! Er steht unter Mordverdacht. Wollen Sie ihn etwa decken? Hätten Sie die verstorbene Frau Bay an die Polizei verraten? Nein. Sehen Sie? Scheiße. wenn ich etwas hätte, dass Sie... Ja, da haben wir doch gerade etwas bekommen, oder? Da haben wir doch gerade... nein, das war's nicht. Es war die Erklärung. Würden Sie sich das bitte mal ansehen? Jetzt guck. Die Erklärung des Paschen. Ja, er hat alles gesehen. Er hat alles erzählt, was er gesehen hat. Genau, wir wissen es. Jetzt komme ich voran. Insistieren. Beruhigen Sie. Okay. Soll jetzt freundlich sein. Frau May? Ich will eigentlich zu der blöden Kuh gar nicht freundlich sein. ja. Wenn die sich einschalten, wäre das für ihre Boss noch unangenehm, oder? Was ich will, ist ein kurzes Gespräch mit ihm. Wollen Sie mir nicht doch etwas sagen? Ja? Das alles, was Sie zu sagen haben? Ja. Aha. Ja, kann ich auch machen. Hä, wieso soll ich denn das...
Ja, wunderbar. Scheiße. Armer kleiner Anwalt. Ja, du kannst mich mal. Okay. Verdammte Scheiße. Ha? Hm. Was soll das? Wo ist die Erklärung hin? Ah, sie sind versiegelt. Kacke, wo haben wir die Erklärung? Scheiße, habe ich einen Fehler gemacht. Oh, die kann ich jetzt mal. Echt jetzt. Einmal will man nett sein zu der und schon passiert sowas. Dann hau ich doch ab. Die kotzt mich an. Gib mir eine neue Erklärung. Hä? Warum ist der jetzt weg? La-de-da, monkey making, I got the monkey making blues. Oh Gott. Aha. Ja, gucken wir doch mal. Hier stehen doch zwei Flaschen, oder? Ja, wunderbar. Ich meine diese Flaschen hier. Mhm. Wer weiß. Ja. Komm, dann gucken wir hier nochmal. Haben wir ja schon mal geguckt. Ja, da hast du schon wahr. Das Bild angucken? Ein Stillgemälde, aha, okay. Okay, was ist das? Eine Vase. Das ist jetzt echt blöd. Das ist jetzt echt doof. Dann bewegen wir uns einfach zurück in die Anwaltskanzlei. Ah! Und zum Beispiel. Ja, wo zum Teufel steckt er? Oh, 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 oh. Da ist er. Sie schon wieder. Ja. Hallo? Nun gut, Sie waren nicht schlecht, mein Junge. Hä, woher weißt du das bitte? Aha. Ja, wirklich. Ah, meine Jugendtage. Wie der Geruch frischer Zitronen. Verstehen Sie? Hä? All das war wohl ein wenig zu viel für mich. Hä? Was ist denn los mit dir, Mann? Genau. Ja, dann. Du. Heutige Verhandlung. Sag mal. Jo, ist er. Was wohl? Dieses Foto auf deinem Tisch? Schreibtisch? Ich schulde ihn meinen aufrichten. Hä, wieso denn? Hä? Genau, das verstehe ich jetzt auch nicht. Warum hat er das abgelehnt? Ich denke, ich habe ein Recht, das zu erfahren. Tut mir leid. Es ist nur, ich brauche mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Du machst dir irgendwie Sorgen. Ich muss ihm irgendwas geben. Da hing doch dieses Bild da an der Wand. Jo, Phoenix ist kein Kunstkenner. Ist losgeworden? Aha. Ich habe es verkauft. War das nicht unverkäuflich das letzte Mal? Das war doch wichtig, das ja. Das war doch unverkäuflich, wenn ich mich recht entsinne. Oh oh. Wow. Was hast du nicht? Der verhält sich ja mal echt. Richtig komisch. Dem zeigen wir jetzt alles Mögliche. Er ist nicht autorisiert, darüber zu sprechen. Ja, wunderbar. Ich zeige ihm einfach alles. Ich zeige doch. Wahrscheinlich ist es eh etwas weiter hinten. Aber nicht, dass wir etwas übersehen. Na bitte. Oh Mist, Leute. Okay, an dieser Stelle machen wir Stopp und ich sage,
Moment. So. Bye bye. Ciao, ciao. Adiamos.